Hallo Wassermann, herzlich willkommen zu Alena Tarot. Mein Name ist Alena Wassermann. Heute möchte ich gerne mit dir dein Wochenhoroskop 11. bis 17. Juli 2022 mit dir teilen und mal schauen, was erwartet dich in dieser Woche. Was kann dich erwarten? Kann bedeutet, es steht und fällt mit deinen Entscheidungen, mit deiner Bereitschaft, mit deiner Willensstärke, als bewusster Mensch zu agieren. Meine Mission ist es, auch dein Unterbewusstsein zu heilen, zu manövrieren bzw. den richtigen Weg zu geben. Das heißt, das, was du hörst, geht an dich als bewusster Mensch, der mich versteht, aber meine Energien, meine Frequenz, meine Nachrichten, meine Vibration geht an dein Unterbewusstsein, um dir eine schnellere Hilfestellung zu geben, die Situationen zu klären oder zu erkennen. Okay? So, Wassermann, guck mal. Der Wassermann ist wie sehr viele andere Energien kommende Woche in einer Stagnation, in einer Krise vielleicht, auch in einer Unsicherheit, in einer Abgeschlagenheit. Was heißt das? Die Energien kommende Woche, die astrologischen Konstellationen, aber auch der Kosmos konspiriert auf einer Energie, die sehr schwer sein kann, auch durch die ganzen Portaltage, die wir hatten und noch haben werden. Kann es sein, dass du ein bisschen abgeschlagen bist, ein bisschen sehr empfindlich sein könntest? Lass es zu, Wassermann, wieder in deine Naturell zu finden. Lass es zu, auch Menschen, dass sie sich äußern können. Entwickle oder erkenne oder verbinde dich mit der Fähigkeit, die Dinge aus einem anderen Blickwinkel zu sehen. Diese Kreuzung, die du gerade betrittst, ja, im Beruf, in den Finanzen, in der Gesundheit, in der Liebe, Single, verheiratet, nicht verheiratet, ältere Generation, nicht ältere Generation. Meine Legungen sind für alle, die schon über 18 sind. Okay, und wenn du erkennst, dass eine Situation schwer wird, ziehe ein bisschen zurück, nehme dir eine Auszeit, versuche die Situation zu analysieren. Wieso meldet dieser Mensch nicht? Wieso komme ich mit meinem Partner nicht klar? Was ist gerade auf der Arbeit los? Finde den Optimismus wieder zurück, ja, oder wieder in den Optimismus zurück, damit diese ganzen Unsicherheiten rauskommen. Eine Waage und eine Widderenergie werden dich begleiten, Geburtskarte, wie auch immer, okay? Hier geht es darum, dass Tarot sagt, die Fruchtbarkeit in der Schwangerschaft, der Nährboden, den du siehst, in dir und in deiner Partnerschaft, in deinem Job, in der Familie, um dich herum, wird ausschlaggebend sein, um das Wohlbefinden, um diese ganzen Schätze des Universums zu erhalten. Du siehst, was du erntest. Siehst du gute Sachen, kriegst du gute Sachen zurück. Siehst du schlechte Sachen, kriegst du schlechte Sachen zurück. Ist die Entwicklung, der Reifeprozess noch nicht ganz vollzogen, verzögern sich die Dinge. Also lasse dir hier wirklich ein bisschen Luft, um aus einer Kreuzung herauszukommen, auch um die geistige Welt um Hilfe zu bitten, um wieder alles im Flow zu bringen. Die 1, die 2 und die 8 und die 11 können vielleicht von Bedeutung sein für den einen oder anderen Wassermann. Ja? Also es ist eine Energie, die schwerfällig ist, aber die sich lohnt anzugehen und dir auch die Ruhe zu geben, die du brauchst. H, P, X, U, V und G. Gerade in der Partnerschaft, gerade in der Familie wird es viel darum gehen zu reden und die Wertschätzung des anderen zu spüren. Und wenn du in einer Situation bist, wo du keine Wertschätzung bekommst, in dich zu kehren, um herauszufinden, möchte ich das Ganze oder möchte ich das Ganze nicht. Wassermann, ich wünsche dir alles Liebe. Danke, dass du heute wieder eingeschaltet hast, für deine Likes, für deine Abos, für deine Kommentare, die ich alle kommentiere. Sonntags 19 Uhr starten wir unsere Live, unsere Schemen-Chats und auch unsere Superchats, wo auch dort deine Fragen beantwortet werden. 3 Termine für Juli habe ich noch für eine private Legung, für eine zielorientierte Therapie. Schreib mich also an per WhatsApp und ich gebe dir zeitnah noch einen Termin. Ich wünsche dir alles erdenkliche Liebe und ab nach vorne, Wassermann. Denk dran, du erntest, was du gesät hast oder was du noch sehen wirst. Bis dahin, bye.